Vereinsverbot für das Kompaktmagazin, Razzien in mehreren Bundesländern, Bundesinnenministerin Nancy Faeser zieht durch, leider nicht bei Muslim Interaktiv oder Generation Islam, aber es trifft hier mit Jürgen Elsässer jemanden, der es verdient hat. Und ich erkläre dir auch, warum. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ich weiß, viele schauen sich die Videos an von Kompakt, viele haben auch das Magazin abonniert oder lesen die Online-Auftritte, aber alle haben vergessen, was Elsässer über Deutschland in der Vergangenheit gesagt hat. Er hasst uns, er will einfach nur spalten und Missgunst ernten und er hat sogar die Bombardierung von Dresden, wo Frauen und Kinder gestorben sind, mehrfach auch in seinem Buch gut geheißen, verargumentiert und unterstützt. Und das möchte ich dir heute zeigen, was hier eigentlich für ein Dienst an der Republik von Frau Faeser getan wurde, dadurch, dass man Elsässer aus dem Verkehr gezogen hat. Es geht jetzt erstmal der Reihe nach. Das, was Elsässer seit Aufkommen der AfD und der Migrationskrise macht, könnte man politisch rechts verorten. Deswegen ist er auch so eine hochgehaltene Symbolfigur in diesen Kreisen, bestens vernetzt zu den Abgeordneten. Sie kommen auch regelmäßig zu ihm zu Besuch, beziehungsweise haben auch spezielle Abonnements abgeschlossen gehabt, um häufiger in seinen Publikationen erwähnt zu werden. Das Problem daran ist jedoch, Jürgen Elsässer ist einfach das Fähnchen im Wind. Er hat Zitate hier losgelassen, ich kann euch die gerne mal vorlesen. Zitat: Daher dürfe kein deutscher Staat existieren und die bestehende Bundesrepublik müsse aufgelöst werden. Als Konsequenz könne das deutsche Staatsgebiet unter den angrenzenden Ländern aufgeteilt und zu einer Sonderzone der UNO erklärt werden. Das ist ein Zitat von Jürgen Elsässer. 30 Jahre her, aber er hat es so gesagt. Er hat auch weiter geschrieben für diese Kommunistenpostille Arbeiterkampf des Kommunistischen Bundes. Pseudonym war J.Ü. Ja, Im Februar 1990 sah man dann in dieser Zeitschrift Folgendes: Die kulturrevolutionäre Aufgabe der radikalen Linken liegt in der Zerstörung des deutschen Staates und seiner Ersetzung durch einen Vielvölkerstaat sowie der Auflösung des deutschen Volkes in eine multikulturelle Gesellschaft. Ihr seht, das, was Jürgen Elsässer in den letzten 7, 8, 9 Jahren bekämpft, hat er früher versucht herbeizuführen. Er ist der Antideutsche im rechten Gewand. Ich kann ihn nicht ernst nehmen, ich kann ihn überhaupt nicht leiden. Jetzt geht es hier noch um die Äußerungen zu Dresden. Er hat in seinem Buch Die Dresden Lügen, wenn der Führer das hätte erleben dürfen, 1995 erschienen, gerechtfertigt, warum die Alliierten diese Bombenkampagne geführt haben. Kein Wort des Mitgefühls, nichts, absolute Eiseskälte gegenüber den Toten. Zitat Jürgen Elsässer: Man kann Harris nicht zum Vorwurf machen, dass die Deutschen sich nicht einmal im Bombenhagel von ihrem Führer trennen wollten. Zitat Ende, Herr Elsässer. Es geht aber noch weiter, neues Zitat: Im Februar werden wir einen Toast auf Sir Arthur Harris ausbringen, dessen Luftflotte den sowjetischen Panzern ihren Vormarsch nach Berlin freibombte, und am 8. Mai würden wir uns gerne von Spezialisten des Mossad zeigen lassen, wie man deutsche Tornados sprengt, just in case. Das sind Zitate aus dem Buch von Jürgen Elsässer und alle im rechten Spektrum sind auf ihn hereingefallen, sind ihm nachgerannt und haben ihn einfach blind unterstützt, weil das, was er aktuell macht, in das politische Spielchen gepasst hat. Und jetzt kommen wir zu dem großen Salat, der damit angerichtet wurde. Wir wissen alle schon lange, dass Jürgen Elsässer eine linke Ratte im rechten Gewand ist. Jetzt hat es Frau Faeser zum Anlass genommen, um hier diesen Laden zu verbieten. Das Problem ist an diesem Verbieten dieses Ladens von Herrn Elsässer: Wir haben viel dringendere Probleme, Frau Faeser. Generation Islam, Muslim Interaktiv und so weiter. Man muss ja mal davon ausgehen, das, was hier gemacht wird bei Herrn Elsässer, ja, das ist Propaganda, selbstverständlich, das ist auch teilweise Volksverhetzung, aber es geht vor allem gegen die Regierung in letzter Zeit und das war ihnen ein Dorn im Auge und deswegen verbieten sie jetzt diesen ganzen Laden. Ich weine dennoch Herrn Elsässer keine Träne nach. Herr Elsässer, Sie haben es sich selbst zuzuschreiben, spätestens seit dem Verkaufen des goldenen Höcketalers hätte man aufpassen müssen, weil das dann immer die letzten Zuckungen sind, bevor man verboten wird. Das Ganze ist im Verfassungsschutzbericht schon seit mehreren Jahren Thema gewesen und ganz klar ein Angriff auch auf Teilen gegen die AfD, weil man eben weiß, viele von der AfD-Bundestagsfraktion und auch aus den Landtagen
sind mit Herrn Elsässer in Kontakt, beziehungsweise treten dort auf im Magazin, geben Interviews. Jetzt ist das Ganze verboten worden und da wird man dann dreimal hinschauen und immer wieder darauf hinweisen, ja, aber Sie haben ja Verbindungen zu Herrn Elsässer, der ist ja eingestuft rechtsextremistisch und ist sogar verboten worden. Ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, das Ganze kommt mit Ansage, wirklich mit Ansage. Jeder, der sich wundert, hat nicht verstanden, wie Geheimdienste in diesem Land funktionieren. Und die politische Einflussnahme von Frau Faeser, hallo Frau Faeser, Ihnen ist das ein Dorn im Auge und juristisch kommen Sie dem Ganzen noch nicht so bei. Also so viele Verfahren hat Herr Elsässer gar nicht geführt wegen Volksverhetzung, wie zum Beispiel Tim Kellner. Nein, man verbietet es gleich, weil die Reichweite zu groß ist. Wäre schlimm, wenn man sich politische Konkurrenten in diesem Land entledigt. Aber nochmal, Herr Elsässer ist eigentlich ein Antideutscher, so zumindest war er es in der Vergangenheit. Und dass er dann vom Saulus zum Paulus wurde, das möchte ich ihm nicht abkaufen. Nein, das möchte ich ihm nicht abkaufen. Ihm geht es ganz alleine darum, mit dem, was er tut, am Ende nur seine Brötchen zu verdienen. Das machen wir alle. Aber Herr Elsässer hat sich zu weit aus dem Fenster gelehnt, zu hoch an die Sonne geflogen und ist jetzt verbrannt. Auch wie sehr er Deutschland hasste und zerstückeln wollte, ist nochmal in dem Buch, wenn der Führer hätte das erleben dürfen, niedergeschrieben. Zitat, wäre es nicht zum Kalten Krieg und zur Bipolarität gekommen, wäre Deutschland viel gründlicher aufgeteilt worden. Die Strategie der Zerstückelung Deutschlands war Ausdruck der weltweiten antifaschistischen Allianz, das Buhlen um die deutsche Einheit, Resultat ihres Zerfalls. Ja, ja, Herr Elsässer, Sie sind ein wahrer, wahrer Antideutscher und Sie haben es aber jahrelang gut hinbekommen, es den Rechten anders zu verkaufen. Ich bin nie auf Sie hereingefallen, ich habe Sie nie getroffen, obwohl ich die Möglichkeit dazu hatte. Ich wollte mit Ihnen nie etwas zu tun haben und habe damit jetzt Recht behalten. Ich finde es gut, dass Sie aus dem Verkehr gezogen werden. Ihre Mitarbeiter, darum ist es schade, auch um das, was Sie aufgebaut haben, aber Ihre Ideen in Ihrem Kopf, die sind wirklich gefährlich, da muss man Ihnen zustimmen. Allerdings muss man eins zugute halten. Es kommt bei Kompakt weder zu Messerdelikten noch zu Körperverletzungsdelikten oder zu sonstigen Gewaltverbrechen. Dafür ist ein anderes Klientel in diesem Land zuständig und da, Frau Faeser, da schlafen Sie. Ja, von mir aus verbieten Sie das Kompaktmagazin, aber jetzt machen Sie das ernsthaft vor den drei Wahlen im Osten. Meinen Sie ernsthaft, dass das politisch sinnvoll ist? Nee, ist es nicht, ja? Und dann lassen Sie einfach diese Muslimverbände weitermachen. Meinen Sie, dass das förderlich ist für Ihre Wahlen im Osten und generell für die Sicherheit im Land? Wenn wir mal davon ausgehen, dass, vorausgesetzt, Herr Elsässer würde hier strafbare Inhalte im Netz erstellen oder wie auch immer, das klärt man jetzt juristisch, was ist denn gefährlicher? Ein Magazin mit 40.000 Abonnenten und ein paar Webseiten, was einmal im Monat erscheint? Oder ein Verein, der bei einer Demo für eine andere Staatsform mehrere tausend Menschen auf die Straße bekommt, was ist mehr Gefahr für die innere Sicherheit, für die innere Ordnung und vor allem auch für den inneren Frieden? Das musst du beurteilen. Ich weiß, viele hier mögen Jürgen Elsässer oder beziehungsweise schauen sich seine Inhalte an, zumindest bis heute früh. Ich denke mal, der Kanal wird bald verschwunden sein. Kanntest du aber auch die antideutschen Zitate und seine Argumentation für das Bombardieren von Dresden oder das Zerteilen von Deutschland? Wenn ja, schreib mir unbedingt mal einen Kommentar, wie du diese antideutsche Position mit seinem neu entdeckten Patriotismus vereinen kannst. Wenn nein, dann lass es mich bitte auch wissen. Ansonsten abonniere mich bei Telegram, bei X, dann bleibst du immer auf dem Laufenden, auch wenn YouTube dich hier mal nicht über ein neues Video benachrichtigt, was mehrmals pro Woche vorkommt inzwischen. Und ansonsten sage ich ciao, bis bald.